Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Star Wars The Old Republic. Ja, wir befinden uns immer noch auf Naa Shaddaa. Es ist jetzt einige Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Deswegen müssen wir erstmal gucken, wo wir jetzt noch wieder alles hin müssen. Wir sollen auf jeden Fall zu Zahn Lauren zurückkehren. Und ansonsten wären wir hier mit der einen Hauptquest schon mal fertig. Denn wir sollen zu unserem Schiff zurückkehren. Wir gucken aber natürlich noch nach der zusätzlichen Queststrang hier auf Naa Shaddaa. Den gibt es nämlich hier. Und den wollen wir dann natürlich mitnehmen. Mal schauen, ob wir hier gerade so vorbeikommen. Ja, sieht gut aus. So, hier zur SID-Basis müssen wir erstmal. Da wartet der Zahn Lauren auf uns. Ja, mal sehen, was er jetzt zu sagen hat, nachdem wir seinen Auftrag erfüllt haben. 9 Briefe haben wir noch bekommen. Die werden wir uns auch bei Zeit nochmal zu Gemüte führen. Mal schauen, was da so bei rumkommt. So, hier müssen wir rein. Wir haben uns schon vor langer Zeit in das Intercom von Lager 27 gehackt. Ich habe alles gehört. Akudomi wird von vielen Leuten immer noch der Erlöser genannt. Aber da war so viel Böses in ihm. Vielleicht kann der Jedi-Rat noch einen Teil seines alten Ichs finden. Ja, sie werden tun, was sie können. Es liegt an ihm. Ob er der dunklen Seite den Rücken kehrt und das Licht umarmt. Nach dem, was ich gehört habe, schien er sich schon entschieden zu haben. Danke, dass ihr diese Schreckensfabrik dicht gemacht habt. Die republikanischen Soldaten werden euch das nie vergessen. Wir werden diesen Ort bekehren, das schwöre ich. Naa Shaddaa muss sich der Republik anschließen, damit das Imperium solche Ungeheuerlichkeiten nicht mehr verbergen kann. Ja, wunderbar. Und wir bekommen einen Kopfschmuck. Schauen wir direkt mal. Ist auf jeden Fall schlechter als unser. Was haben wir hier noch? Anmeldebelohnungen, ein Gefährtengeschenk. Und ansonsten nur Schrott. So wie ich das sehen kann, ja, das können wir nur zerstören. Also verkaufen wir es. Ja. Dann bleibt eigentlich nur noch der Weg zum Hangar. Und beim Raumhafen, da gibt es dann den Bonus-Queststrang hier für uns. Da wollen wir mal gucken, dass wir das Ganze irgendwie hinbekommen. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ja, immer wieder schön zu betrachten hier. Die große Metropole auf Naa Shaddaa. Wo Verbrecherbanden und Glücksspiel vorherrschen. Aber mit dem allen haben wir gar nicht so viel zu tun hier. Ja, das Casino haben wir auch besucht. Ich glaube, wir haben schon die ganze Karte hier erkundet. Genau. Ganz Naa Shaddaa. Das machen wir auch immer mit. Dass wir versuchen, so die ganzen Planeten immer komplett zu erkunden. Finde ich einfach ein bisschen schöner, als wenn jetzt noch irgendwo verdeckte Bereiche auf der Karte sind. Da wären wir. So, den Bonus-Quest-Strang müsste das vielleicht hier geben. Ihr hinterlasst beachtliche Spuren auf Naa Shaddaa, Jedi. Aber ich fürchte, eure Dienste werden immer noch gebraucht. Ich bin Dira Uljet, Sonderkontakt des Senats für das Huttenkartell.
Ich arbeite mit den Hutten, die ein freundschaftliches Verhältnis zur Republik pflegen. Ja, es gibt sie wirklich. Ein alter Freund von euch löst gerade sein Versprechen ein, unser Ziel zu unterstützen. Barish Fenak Turil. Erinnert ihr euch an ihn? Nein, nicht wirklich. Ich bin vielen Hutten begegnet. Und sie haben alle ungewöhnliche Namen. Er wäre am Boden zerstört, wenn ihr ihn vergessen hättet. Besonders nach seiner ganzen harten Arbeit. Über seine Quellen innerhalb des Kartells hat Barish geheime imperiale Informationen erhalten. Der Feind trainiert Söldner, um Angriffe aus dem Hinterhalt auf unsere zivilen Truppen durchzuführen. Das Imperium wird jede Beteiligung leugnen, während seine Söldnerarmee uns vernichtet. Wir müssen die Operationen des Feindes stoppen. Alle. Ja, ihr könnt euch auf meine Hilfe verlassen. Und wieder hat mich die Macht dorthin geführt, wo ich Gutes tun kann. Ich hoffe, ihr werdet uns mehr anbieten als nur weise Ratschläge. Barish wartet. Er wollte persönlich mit euch sprechen. Helft uns, sie zu besiegen. Wenn das Huttenkartell eine Allianz mit der Republik eingeht, könnten wir das Imperium leicht besiegen. Ja, danke. Eure Informationen werden dankbar angenommen. Wir nehmen die Dinge ab jetzt in die Hand. Die Aufklärung des SID hat einen feindlichen Industriekomplex ausgemacht, wo es vor schwer bewaffneten Söldnern nur so wimmelt. Wenn diese Armee auf uns losgelassen wird, sind wir Geschichte. Unsere einzige Hoffnung ist es, diese Söldner zu zerstreuen und das imperiale Befragungszentrum zu zerstören. Besiegt den Feind, ehe er einen Angriff starten kann. Der Sieg wird unser sein. Wir sind wenige, sie sind viele, aber die Macht ist auf unserer Seite. Wir werden nicht versagen. Ich hatte bisher noch niemals Anlass, das zu sagen, aber möge die Macht mit euch sein. Nehmt einen Speeder zum Industriekomplex des Imperiums. Sucht nach dem Druiden, der nicht auf euch schießt. Das ist euer Kontakt. Sehr gut. Ein Druide, der nicht auf uns schießt, ja. Da müssen wir mal gucken, ne? Sprich mit IK4C. Schöner Name. Der Krieg um Nar Shaddaa. Ja, es geht weiter, Leute. Wie schon angekündigt. Noch dürfen wir nicht auf unser Schiff zurückkehren. Wir könnten es natürlich machen, aber wir nehmen ja alles mit, was geht. Guck mal, ein Kollege hier aus unserem Orden. Willkommen. Bitte wählen Sie so, da wollen wir hin. Zurück in den Industriesektor. Hier haben wir schon ein bisschen gequestet. Und hier geht jetzt nochmal weiter. Und zwar, ich denke, in dem Bereich, wo wir noch nicht waren. Da waren wir bisher nur für die Heldenmission. Die haben wir ja schon alle abgeschlossen hier auf Nar Shaddaa. Das waren sogar ein paar mehr. So, und hier vorne haben wir noch eine Gebietsquest. Die nehmen wir auch mit. Seht nicht zu mir her und sprecht leise. Niemand darf sehen, dass wir miteinander reden. Ich weiß, ihr habt eigene Gründe, auf Nar Shaddaa zu sein. Aber könnt ihr sie ein paar Stunden aufschieben, um etwas Dringendes für die Republik zu erledigen? Natürlich. Alles, was ich tue, tue ich für die Republik. Wenn man hier arbeitet, kann man schnell vergessen, was Loyalität ist. Das Imperium hat hier Fabriken, Waffen und Geheimausrüstung unter der Aufsicht aller Schläger, die die Hutten bezahlen können. Unseren Informationen zufolge haben sie etwas Neues. Etwas Großes. Und wir sollen sie aufhalten? Wollt ihr, dass ich es zerstöre? Ihr habt es erfasst. Und alles, was da rumliegt. Es gibt ein imperiales Lagerhaus.
Es ist streng geheim. Wachen über Wachen. Wir müssen seinen gesamten Inhalt zerstören. Okay, ich bin dabei. Wenn ich fertig bin, ist in dem Lagerhaus nur noch Schutt zu finden. Seid vorsichtig. Was es auch ist, es ist wichtig genug, dass ein Sith Lord einige seiner eigenen Schüler geschickt hat, um es abzuholen. Also, dringt ein und verschwindet, bevor sie eintreffen. Es sei denn, ihr wollt gern gegen die Sith kämpfen. Ja, das wäre kein Problem. Sith machen mir keine Angst. Dann verneige ich mich vor euch, denn ich zittere schon bei dem Gedanken daran. Doch sorgt für Unterstützung. Auch ihr könnt nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein. Danke für eure Dienste. Apropos Unterstützung, wir sollten vielleicht auch einen Gefährten mal wieder dazu holen. Gefährten und Kontakte. Und dann nehmen wir den Kaisen Fest wieder mit. Was dann gab's? So, da sollen wir auch noch Sith-Schüler besiegen und Lieferungen von imperialen Geheimdiensten zerstören. Und dort ist der Druide. Ich würde sagen, wir machen uns vielleicht erstmal auf zu dem Druiden. Vielleicht hat der nämlich auch noch ein paar Aufträge hier für uns. Ich glaube, da müssen wir hier einmal lang. Requisition. Den Ort hier entdecken wir gerade. Guck mal, wie viele Aufträge hier noch sind. Die nehmen wir alle mal mit. Kampfsequenz eingeleitet. Waffen bereit. Warnung. Systemversagen. Störeingriff von außen verhindert Aktivierung des Vernichtungsprotokolls. Jedi Ziel wird zur künftigen Eliminierung im Speicher hinterlegt. Danke für die Warnung. Sehr höflich, dass du mich auf mein bevorstehendes Ableben hinweist. Machen Sie Ihr Testament. Auswurf der Republik. Ihr Ende steht kurz bevor. Jetzt reicht's, Droide. Vokabulator ausgeschaltet. Tut mir leid, es war nicht einfach, den Holo-Emitter dieses sturen Droiden zu überwinden. Ich bin euer Kontaktmann, republikanischer SID. Ich wünschte, ich könnte euch persönlich begegnen, aber ich sitze hier an einer Kommstation mitten im Hauptquartier des imperialen Geheimdienstes. Es ist eine lange Geschichte. Seht zu, dass ihr da rauskommt. Seid ihr des Wahnsinns? Wenn sie dieses Signal verfolgen, ist das euer Ende. Es ist mein Job, Droiden wie diesen hier zu warten. Die perfekte Tarnung. Niemand beachtet mich. Nehme ich an. Mein Sicherheitszugriff hier ist begrenzt, aber ich habe mich mit einer Widerstandszelle kurzschließen können, die im imperialen Fabrikbereich agiert. Die Leute da sind praktisch Sklaven und bereit zum Aufstand. Sie werden euch helfen, kritische imperiale Ziele zu identifizieren. Wir wollen den Feind aufhalten, bevor er uns angreifen kann. Dann nichts wie los. Ich brauche nur Ihre Namen und Standorte. Ich lade die Profile von Leuten hoch, mit denen ihr reden solltet. Ihr findet sie ganz in der Nähe. Oh je. Muss den Kanal schließen. Viel Glück. Vokabulatorfunktionen mit begrenzten Sprachoptionen wiederhergestellt. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen, wonnigen Tag, Bürger der Republik. Geht doch. So schön. So, was haben wir hier noch? Naya Schalt. Hey, ihr seid ein Jedi, oder? Kein Möchtegern mit Lichtschwert, kein Padawan, sondern ein richtiger Jedi. Die Schicht fängt in 10 Minuten an, naja. Geh schon, ich komme gleich. Hör zu, ich will kein Geld oder ein Ticket runter von Nasha da. Ein Freund von mir ist tot und ich will Rache. Es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Es ist schrecklich, einen Freund zu verlieren. Aber Rache ist niemals die Antwort. Jedi beschützen nur ihre eigenen Leute, richtig? Das ist es doch. Ich habe vor ein paar Wochen einen Typen getroffen. Süß. Dumm. Er war ein Jedi-Padawan auf einer Mission. Aber wir haben etwas Zeit miteinander verbracht. Er meinte, ich sei empfänglich für die Macht. Ich gehe davon aus, dass das Müll ist. Aber er hat davon geredet, mich zur Jedi-Ausbildung zu bringen. Das war nett. Dabei kann ich euch helfen. Wenn euer Freund recht hatte, wird der Orden der Jedi euch aufnehmen. Darum geht es überhaupt nicht. Er ist zu einer Mission aufgebrochen. Es ging um fremdartige Söldner, die vom Imperium für eine besondere Aufgabe ausgebildet wurden. Ich habe nicht wieder von ihm gehört. Es wäre schön, wenn er überlebt hätte, aber die Fremdlinge haben ihn vermutlich in Stücke geschnitten. Also muss ihnen jemand wehtun.
Ja, ich werde das zumindest mal untersuchen. Wenn der Padawan etwas auf der Spur war, werde ich es überprüfen. Aber nicht aus Rache. Das soll mir recht sein. Da ist diese Kaserne, in der das Imperium die Söldner unterbringt. Toma ist dorthin gegangen. Wenn sie euch kriegen, werde ich niemand anderen fragen. Ihr müsst sie unbedingt erledigen. Ja, das werden wir hinkriegen. So, und hier vorne haben wir nochmal eine Mission. Uli Zensi. Beruhigt euch erstmal. Diese Entscheidung kann sicher warten, bis ihr euch etwas entspannt habt. Ihr seid ein Befrager? Warum sollte ich einem imperialen Folterer helfen? Gut, ich werde sie befreien. Gut, dass ihr euch an mich gewendet habt. Ich werde ihre Schmerzen lindern. All dein Besitz also, okay. So, hier ist eine Heldenmission, die brauchen wir nicht nochmal machen, die haben wir schon einmal gemacht. Hier ist eine weitere Heldenmission, also haben wir alle Missionen, die wir hier machen können. Ja, schauen wir uns hier erstmal um. Cis-Schüler und Lieferung sollen wir zerstören, und zwar diese hier vermutlich. Da wäre schon mal der erste Cis-Schüler. Wunderbar. Und eine Bonusmission gibt es hier natürlich auch wieder. Das habe ich mir schon gedacht. Imperiales Lagerhorstpersonal sollen wir eliminieren. Das wird gleich mal auf unsere Gesundheit hier ein bisschen achten. Noch ein Cis-Schüler, der bewacht aber nichts. Wunderbar, und einmal heilen. Okay, da hinten haben wir noch einen Sith-Schüler. Den nehmen wir mal auseinander. Sehr gut. Drei noch für die Bonusmission. Und was haben wir hier oben noch? Nehmen wir mal die drei hier auseinander. Sehr schön.
kannst du mal aufheben. Und ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Dann können wir hier nochmal weitermachen. So, und dann brauchen wir nur noch einen Sith-Schüler eliminieren. Nehmen wir mal den hier hinten. Der stand sowieso so alleine. Wunderbar. Das wäre die Mission, die können wir dann abgeben. Und zu den anderen Missionen machen wir vielleicht erstmal die. Okay, Leute, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir hier weitermachen mit der Kunst der Befragung. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.